Die A864 bei Bad Dürrheim. Hier gilt Tempo 80. Michael Lehmann und seine Kollegen der Polizei Konstanz kontrollieren hier die Geschwindigkeit. 121, ja. Ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht eben die Geschwindigkeit überschätzt. Das ist ja ein Geschwindigkeitsrichter von 100 km/h und nachher die 80 km/h. Das ist natürlich abschüssige Straße. Vielleicht hat er es auch ausrollen lassen und hat es gar nicht wahrgenommen so direkt. Aber ist natürlich schon ziemlich schnell. Guten Tag. Verstehen Sie Deutsch? Ja, ein bisschen. Ja, wir machen eine Geschwindigkeitsüberwachung heute mit Lasermessgerät. Hier oben war 80 km/h erlaubt. Sie sind mit 121 gemessen worden. 121? 121 bei 80 km/h. Ich bräuchte von Ihnen Fahrzeugschein, Führerschein, Ausweis. Okay. Haben Sie einen Wohnsitz in Deutschland? Ja. Okay, dann haben Sie eine Meldebescheinigung. Meldebescheinigung vielleicht, ich habe keine, aber haben Sie keine? Ich weiß meine Adresse. Okay, ich nehme Ihre Daten auf. Okay. Sie können so lange im Fahrzeug warten und ich komme dann nochmal auf Sie zurück. Okay. Kleinen Moment. So, jetzt gebe ich die Papiere meiner Kollegin, ja, und die nimmt die Daten auf. So. Hier habe ich mal Führerschein, Ausweis und Fahrzeugschein. Und er wohnt in. Hier werden jetzt die Personalien erhoben und das Ganze geht dann an die Bußgeldstelle und die Bußgeldstelle tut dann eben das Bußgeld an denjenigen per Post versenden und er muss dann den Betrag überweisen. So, ja, danke schön. Jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Fahrzeug, den wir ihn nochmal belehren, dass er quasi, ich habe ihm ja schon den Tatvorwurf vorhin gemacht mit der Geschwindigkeitsüberschreitung. Jetzt werde ich ihn noch zusätzlich eben fragen, wie lange er eben in Deutschland ist und was er mit diesem Fahrzeug macht. Wenn das jetzt wieder nach Rumänien zurück überführt wird, dann ist es ja okay. Aber wenn er es natürlich ständig jetzt hier in Betrieb setzt, dann muss er das natürlich hier in Deutschland auch zulassen und hier Steuern bezahlen. Ich habe jetzt mal Ihre Fahrzeugpapiere wieder. Ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, Sie sind eben zu schnell gefahren, 80. Da werden noch 4 km/h Toleranz abgezogen, quasi sind wir noch bei 37 km/h Überschreitung. Okay. Das ist jetzt mal der erste Vorwurf. Jetzt bräuchte ich von Ihnen, wenn Sie quasi das zugeben oder Sie möchten nichts sagen. Nee. Sie unterschreiben nicht und geben nee. Nichts zu, okay. Dann müssen wir das ankreuzen und dann habe ich noch eine Frage. Ja. Was machen Sie mit diesem Fahrzeug? Haben Sie das ständig hier? Okay, dann müssen Sie das Fahrzeug mal auf deutsches Kennzeichen zulassen. Der Auto ist von meinem Vater. Ich habe der Vater und der wohnt in Rumänien. Hat geweckt mit dieser Pandemie, aber kommt zurück. Und wir zahlen die Steuer für dieses Auto. Okay. Ich habe jetzt mal alles hier. Okay, kann man sich mal sehen, bitte? Okay. Hier sieht man jetzt, er hat die Kfz-Steuer hier in beglichen. Okay, dann brauche ich das mal nicht hier. Okay. Sie können dann weiterfahren und ja, dann kriegen Sie halt für die Geschwindigkeitsüberschreitung kommt halt eine Strafe noch auf Sie zu. Kommt die Strafe zu Hause? Zu Hause, zu jener da. Geschlagen, ja? 120 Euro circa. Ja, ich bin kurzarbeitet. Ja, jetzt schauen Sie alle mal, ja. Einfach auf die Schilder achten und dann. Ja. Ich habe nichts gesehen, aber egal. Ja, das ist richtig. Ja. 120, 100 und dann kommt 80. Okay, okay. Also trotzdem und gute Weiterfahrt und schönen Tag. Er war einsichtig, er hat den Fehler ja eingestanden, dass er es halt einfach nicht so genau wahrgenommen hat. Aber wie er jetzt gesagt hat, dass er in Kurzarbeit ist, trifft es ihn natürlich schon hart. Aber Strafe muss halt sein. Den nächsten Fahrer kontrolliert Kollege Bruno Au. Schönen guten Tag. Hallo. Die Verkehrspolizei. Wir machen eine Geschwindigkeitsmessung. Sehr schön. Und?
Sie sind 105 gemessen worden im 80er-Bereich. Ich hätte gerne einen Führerschein, bitte Fahrzeugschein. Da kommt jetzt noch die Toleranz ab. Ja. Das heißt, es ist kein. Ich fahre ja jede Woche da runter. Ja, aber die Geschwindigkeitsrichter, ja. Den haben Sie erkannt, oder? Ja, ja, klar. Okay. Sie sind gewerblich unterwegs? Ich bin. Ich mache bloß Ausweise. Ich fahre bloß runter. Okay. Ich Führerschein? Ach so, halt mal. Herr. Kennen wir uns denn? Hä? Da war doch mal was, oder? Also eigentlich. Jetzt sind wir bei dem Thema wieder. Haben Sie Tageskontrollblatt? Natürlich. Das hätte ich gern gesehen. Jetzt sind wir beim Punkt. Hey, sagen Sie mal, Sie sind da unten gestanden. Bei, wo unten? Wo war denn das? B314 in Fütze. Ja, natürlich. Ja, die Welt ist klein. Aber ich hoffe, wir sind ordentlich miteinander ausgekommen, oder? Nein, ich bitte Sie. Da ist immer noch nichts gekommen von dem Zeug. Ah, okay. Wir haben jetzt hier die Situation, der Herr ist etwas zu schnell gefahren. Wir führen jetzt die Kontrolle durch. Jetzt bei der Kontrolle, da stellt sich raus, er ist gewerblich unterwegs. Mit diesem Fahrzeug, da ist eine eingetragene Gewichtsklasse mit 3,3 Tonnen. Da liegt er in der Fahrpersonalverordnung zwischen 2,8 und 3,5. Das heißt, er muss für die Tage heute und für die vergangenen 28 Tage einen Nachweis führen. Im Sinne der Verordnung Lenkruhezeiten. Aber ich kann Ihnen mal alles dazu sagen, wir haben ja nach unserem Gespräch recherchiert. Ja. Und ich habe da ein Dings, dass ich ja deutlich gewirkt, ich bin ja eigentlich nicht angestellt, dass ich dieses Ding nicht auffülle. Sie fahren für den Chef. Der Chef verdient mit der Fahrt Geld. Ich weiß, was ich sage. Wir sind da drüben. Genau. Was haben Sie denn geladen? Haben Sie Ladepapiere dabei? Natürlich. Die hätten wir auch gern gesehen. Oh, Mensch, was Sie fahren? Ich fahre einmal jetzt noch Wald und Dingen. Ja. Und das Tageskontrollblatt. Sie nicht anstellen. Ja, das ist egal. Sie fahren für die Firma auf 450 Euro, denke ich. Aber jeden Tag? Ja, das ist ja egal. Das heißt, der grobe Spruch ist, wenn ich einmal in das Gesetz falle, muss ich 29 Tage nachweisen. Ja. Weiß Ihr Chef, wenn Sie jetzt einmal fahren, dann muss Ihr Chef Ihnen eine Freibescheinigung aushändigen. Das die gucken wir jetzt an. Es gut, jetzt habe ich da praktisch heute eintragen, Ruhezeit, jawohl. Ruhezeit. Und dann bin ich da losgefahren, wann bin ich losgefahren? Ja, richtig. Und wann haben Sie geladen? Und da, hier. Ah, sehr gut. Jawohl. Dann darf ich Ihnen das wieder geben. Das darf ich mir geben. Wie viel bin ich eigentlich schnell gefahren? 25. Sie dürfen kurz warten. Wir nehmen Ihre Personalie auf. Klar, die Adresse stimmt ja. Stimmt, ja. Wir treffen uns noch öfters. Ja, nicht mehr so lange. Ende des Jahres höre ich auf. Noch kommen andere. Augenblick. Den Namen auf der 314 habe ich den schon angezeigt. So, Kilometer 105, gell? Ja, die Adresse ist auf dem Ausweis. Er war etwas überfordert, weil er A, natürlich kein Berufskraftfahrer ist, sondern er ist ein Aussichtsfahrer. Er ist ein Rentner, der ab und zu fährt. Und das ist das Problem, dass die Chefs, die Verantwortlichen meinen, da braucht man nichts. Wenn er eben nun mal gewerblich fährt, egal wie viel er fährt, wenn er über die 100-Kilometer-Grenze kommt, wenn er über die Gewichtstonne kommt, egal wie, dann muss er einfach die Nachweise führen, das kann man nachlesen. Aber die Firmen sind da oftmals überfordert, sprich auch der Verantwortliche ist mitverantwortlich und wird auch im Fall eines Verstoßes angezeigt, weil er dafür sorgen muss, dass sein Fahrpersonal ordentlich unterrichtet ist. So, jetzt haben wir die Personalien, das können wir noch ganz kurz belehren. So, Herr, einmal Ihre Papiere. Das ist ein Albtraum für mich. Aber das sagt meine Frau auch immer. Ich sag's. Herr, ganz kurz. Ja. 101, ne? Sind 21 Kilometer überschritten. Okay. Die Personalien, Frage Belehrung, räumen Sie Verstoß ein oder wollen Sie? Ist schon klar, was soll ich denn machen? Dürfen Sie mir da ich kurz unterzeichnen? Das ich habe das wohl gesehen, aber ich. Ja, nicht wahrgenommen. Da kurz. Sagen Sie mal, eine. Persönliches. Ja. Nochmal?
Eine Warn-App. Eine Warn-App? Ja. Haben Sie? Nee. Nein. Die gibt's. Ich sage Sie, nicht, ob ich das machen kann. Nee, das dürfen Sie nicht machen. Darf ich nicht. Natürlich nicht. Dann kommen wir wieder. Es gibt verschiedene Warn-Apps. Es gibt auch eine Warn-App, wo unser Gerät reagiert. Dann, ja, ja, das dann bringt es eine Fehlmeldung und dann wissen wir genau, dieser Autofahrer hat eine Warn-App drin. Und dann können wir natürlich das Fahrzeug auseinandernehmen. Okay? Also es geht nicht. Und die stationäre? Die, auch nicht. Die stationäre sind. Die sind da drin, aber die der Frau nicht. Okay. Pass Sie auf. Mit Sicherheitsgott. Angenehmen Tag. Ja, gut, ich mach. Tschüss. Den Mann erwartet ein Bußgeld von 70 Euro und ein Punkt in Flensburg. Nach 5 Stunden beenden die Polizisten die Kontrolle und kehren zur Dienststelle zurück.